In Mittenwald, zu Füßen der Bayerischen Alpen, liegt eine der besten Kontrabasswerkstätten der Welt. Der Familienbetrieb Pöllmann hat über Generationen hinweg einen klangvollen Namen. Das Ausgangsmaterial für seine Instrumente lagert der Meister Mike Kramer draußen. Bei der Auswahl und Vermessung gilt das Vier-Augen-Prinzip zwischen dem Werkstattchef und seinem Vater. So, musst du dabei? Ganz gut. So. Es ist so, dass die in einem Beruf, der schon so alt ist und der auch dann über Generationen springt, ist es die Praxiserfahrung oft gar nicht wirklich erklärbar, immer nur zeigbar. So. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich habe beim Vater gelernt, war nicht immer so, dass wir gleicher Meinung waren. Also am Anfang, ich habe natürlich dann nicht nur Ahorn verarbeitet, wie es so der Usus ist, sondern ich bin auch dann auf Pappelweide, Kastanie, Birnbaum, Nussbaum, alles Mögliche. Habe ich auch probiert und da muss man dann auch seine Schlussfolgerungen ziehen, was gut ist. Weil man sich natürlich auch jetzt, ich mache es jetzt gut 30 Jahre, dass man sich, man entwickelt seine eigene Persönlichkeit drin und muss natürlich dann auch seinen Weg finden, was man verarbeiten will. Die Entscheidungen sind auf alle Fälle leichter, wenn man sich mit seinem Lehrherrn oder mit dem, ja, aber seit 30 Jahren zusammenarbeitet. Effektiv musst du dich aber entscheiden, weil du musst den Bass ja bauen und verkaufen. Genau so ist es. Aber ich bin ganz froh, wenn du mir deinen Senf dazu gibst. Ja, na, den werde ich dir schon geben. Und dann fällt es dann viel leichter, dass man sagt, du gut. Okay. Weil es ist ein endgültiges Ergebnis, wenn man es dann schneiden anfängt. Und dann zeichnen wir nämlich da das gleich mal auf. Genau, dass wir da einen Flügel haben. Dass wir hier den Flügel, den schneiden wir mir dann hier so weg, sageln wir raus. Kein Zentimeter der künftigen Bodenplatte soll verloren gehen. Ein kostbares Stück Holz, das schon jahrzehntelang Wind und Wetter getrotzt hat. Ich schätze, dass ich jetzt für drei Generationen noch Holz habe. Also ich habe verarbeitet jetzt Hölzer vom Großonkel und von meinem Vater, auch die Anfänge meiner Zeit. Und ich denke, dass ich so an die, wie es ausschaut, werde ich noch für 2000 Instrumente Holz haben. Und das weiß gar nicht, wer das alles verarbeiten soll, aber wird sich zeigen. Ich lagere das sehr gern draußen, weil ich eigentlich nur die Sachen verarbeiten will, die Natur mir auch übrig lässt. Weil alles, was ich irgendwie künstlich trockne, meine Meinung, trocknet nicht in Ruhe und kann nicht sich austoben, wenn es geschnitten ist, weil in Riesenbäumen sind natürlich auch gewaltige Spannungen. Aber wenn man das alles dann vorher schon wegschneiden kann oder beziehungsweise da nicht verarbeitet, hat man später auch sehr viel Ruhe dann im Instrument und auch dann später natürlich auch keine Reklamationen. In dem Familienbetrieb mit Tradition entstehen zwischen 15 und 20 Instrumente pro Jahr. Die Generationenarbeit bei uns im Beruf ist ein wahres Geschenk, weil ich kann halt in den fruchtbaren Boden nachfragen, nachhaken. Ich habe alte Modelle von uns, ich habe die ganzen alten Instrumente aus einer Familie und das ist für mich wirklich ein Geschenk, was ich auch sehr gerne auskoste. Handwerkliches Können und die Liebe zum Detail wurden nicht nur Mike Kramer in die Wiege gelegt. Auch sein Bruder Ralf ist Kontrabassbauer. Wir sind jetzt, ich und mein Bruder, in der vierten Generation, dass wir nur Kontrabässe bauen. Der Geigenbau geht noch viel weiter zurück, aber das war 1888, haben die entschieden, nur noch Kontrabässe zu bauen. Wie schon bei den Pöllmann-Vorfahren wird der Boden des Instrumentes in tagelanger Handarbeit ausgehöhlt. Das Streben nach handwerklicher Perfektion lässt sich bis zu den Werkstattgründern zurückverfolgen. Also der Hermann Alexander war der Vater, dann ist der Erich Max und die haben aber keine Kinder gehabt. Und mein Vater ist beim Pöllmann aufgewachsen und ist praktisch im Prinzip so gesagt als Sohn angenommen worden und hat auch da die Lehre gemacht und hat dann da als das fortgeführt. Erich Max Pöllmann nahm sich vor rund 70 Jahren des verwaisten Neffen an und bekam so nicht nur einen Sohn,
sondern auch einen Nachfolger. Das war für mich ein ganz großer Künstler, der den, sag ich mal, den groben Bassbau, den, wie soll man nicht, archaisch, also der ein bisschen nicht so ganz stilvollendet war, dann sehr gut mit dem Geigenbau verbunden hat, also mit der hohen Kunst des Geigenbaus, und das hoffe ich fortzusetzen. Im Gegensatz zu den Geigenbauern haben wir keine Wölbungsschablonen, sondern wir müssen jetzt mit unseren Händen, mit dem Gefühl in den Händen, wird die Wölbung dann ertastet und auch dann vollendet. All seine Sinne muss der Kontrabassbauer einsetzen, damit aus Einzelteilen eine Einheit, ein wohltönender Klangkörper entsteht. Nach dem Korpusboden ist die Decke an der Reihe. Das Gehör oder das Hören an sich ist ja im Geigenbau sehr, sehr wichtig, wie das Visuelle auch das Hören, weil es sehr zusammenhängt und die Klanggestaltung ja sehr variabel ist und auch natürlich auch beeinflusst, was man selber erwartet von dem Instrument und was man selber hören will. Ich höre nach Tonhöhen, Tiefen natürlich, nach Klangqualitäten und auch nach dem Volumen, also nach dem Tonvolumen, was ich erzeugen kann mit den Schwingungen, die ich im Instrument habe. Zum optimalen Klang fehlt der Instrumentendecke noch ihr Herzstück, der Bassbalken. Dunkel. Ah, das Mann ist der richtige. Den nehme ich. Der Bassbalken wird im Inneren des Instruments unterhalb der tiefen Saiten verlaufen, daher sein Name. Er muss sich passgenau in die Wölbung der Decke einfügen. Feinarbeit, die nach bestem Werkzeug verlangt. Das ist der ehrwürdige Hohl von meinem lieben Onkel Max, den ich über meinen Vater, ist der dann zu mir gekommen, muss man sich erst verdienen, habe ich erst im zweiten Lehrjahr bekommen und ist nach wie vor mein Lieblingshobel. Er liegt wunderbar in der Hand und gibt mir immer Inspiration, es doch noch besser machen zu wollen. Mein Vater zum Beispiel ist sehr dran versteift gewesen, das zu machen, was er gelernt hat, mit natürlich Änderungen und ein bisschen Verfeinerungen, aber im Prinzip ist er dem Pöllmann, was früher war, sehr verbunden gewesen und auch sehr treu. Und für mich war es aber dann sehr wichtig, durch die Zeiten, die ich in anderen Werkstätten verbracht habe, auch mit der Reparatur, mit der Restauration, habe ich sehr viele Sachen gesehen, wo ich sagte, ich muss alte, neue Techniken und Möglichkeiten auch versuchen und einbringen in den Betrieb. Eine Einstellung, die Mike Kramer um die Welt geführt hat. Immer bestrebt, sein Handwerk zu perfektionieren. Der eigene Anspruch ist, dass man sein Möglichstes gibt, möglichst gut zu sein. Dass man schaut, dass man immer weiterkommt, seine Sachen, die man kann, die man erforscht hat, die man gelesen hat, die man gelernt gesehen hat, dass man das vervollständigt und das einfach umsetzen kann in die Arbeit, die einem im Kopf rumgeht. Ist ein sehr hoher Anspruch und mit dem sollen dann auch noch die Musiker zufrieden sein, also beziehungsweise auch die Orchester, sprich die Dirigenten und auch dann die Zuhörer, die das dann ja auch alles anhören müssen. Prunkstück in der eigenen Sammlung? Ein Kontrabass von Max Pöllmann aus dem Jahr 1942 mit aufwendig gearbeitetem Schuppenrand und feinen Intarsien. Max ist sehr wohl ein großes Vorbild für mich. Der hat mir viele Instrumente hinterlassen, die mich sehr begeistert haben und die mir heute noch sehr, sehr gut gefallen. Er hat ja auch den großen Schritt vom, sage ich mal, einfachen Kontrabassbau dann in den wirklichen sehr hochwertigen, hochrangigen Instrumentenbau gemacht durch die Abwanderung zu seinem Schwiegervater, der wieder Kunstgeigenbauer war. Hat also die Kunstfertigkeit des Geigenbaus in den Kontrabassbau gebracht und das fasziniert mich heute noch sehr und das hoffe ich auch und will ich auch gern fortführen. Der Tag in der Werkstatt beginnt frühmorgens um 6. Niemand unterbricht dann die konzentrierte Arbeit des Meisters. Vom kleinsten Werkstattbewohner einmal abgesehen. Guten Morgen.
Mikes Bruder Ralf hat eine eigene Werkstatt. Dennoch arbeiten die Brüder Hand in Hand. Der Mike und ich, wir können beide komplett ein Instrument bauen. Aber im Laufe der Jahre hat sich so entwickelt, dass der eine sich ein bisschen mehr für das spezialisiert und der andere ein bisschen mehr für das spezialisiert hat. Und so sind mir eigentlich die Schnecken geblieben, das mir einfach richtig gut Spaß macht. Man muss also schon eine sehr ruhige Hand haben und auch viel Erfahrung, um das dann wirklich so stilistisch zusammenzubringen, dass es auch dem Auge gefällt und dann auch zum Instrument dazu passt am Schluss. Jede Schnecke passt zu jedem Instrument speziell dazu. Wir haben nicht alle Schnecken für ein Instrument. Die Arbeitsteilung gibt den Brüdern die Möglichkeit, dem Instrument jeweils ihre besten Fähigkeiten angedeihen zu lassen. Der Kontrabassbau verlangt Können, aber auch Leidenschaft. Für beides ist das Familienerbe eine ideale Grundlage. Wenn wir Holz ausgesucht haben, die waren dann schon dabei, die haben also schon Ahnung gekriegt und haben sind in den Beruf hineingewachsen direkt. Also es war nicht unbedingt eine, dass man so hingearbeitet hat, sondern die haben das war der Wunsch. Um den Fortbestand des Familienbetriebs muss sich Senior Günther Kramer nicht sorgen. Ich bin schon recht sehr stolz. Vor allem, weil ich mich um nichts mehr kümmern muss. Deswegen ist es für mich eine glückliche Situation, dass das so weitergeht. Der Mike hat schon so viel Erfahrung angesammelt und auch im Zusammenspiel mit den Kontrabassisten. Ja, ich brauche ihn also keinen Rat mehr geben. Jetzt in manchen Dingen hat er mich schon überholt. Es sind Respekt und Offenheit, die die Generationen in der Werkstatt verbinden. Und der Wunsch, ein großes Erbe weiterzuführen. Das nennt man ein Herz. Dann hat es hier andere Ohren, ganz anders als wie andere Stege. Die sind einfacher, die sind etwas komplizierter wie andere bei anderen Instrumenten. Und an diesem Ausdruck hier von diesen Ohren und von dem Herz erkennt ein Fachmann eigentlich, dass es ein Pöllmann-Steg ist. Ich verarbeite Vormittag 2 Stunden und Nachmittag 2 Stunden. Nicht um mein Geld noch zu verdienen, sondern dass die Zeit vergeht. Und ich habe eine rechte Freude, hier mit meinen Buben in der Werkstatt zu arbeiten. Und dann der schöne Blick aufs Karwendel. Für mich ist es der schönste Arbeitsplatz auf der Welt eigentlich. Der Fachmann für Restauration und Reparatur im Betrieb ist Matthias Klotz. Er schätzt den Geist der Werkstatt. Man geht sehr kritisch miteinander um. Es muss alles 1000%ig passen. Es muss wirklich perfekt gemacht sein. Wenn es nicht so ist, wird es ganz klar angesprochen, aber einfach immer in einer menschlichen Art und Weise. Matthias Klotz verklebt Risse an einem Wiener Instrument aus dem späten 18. Jahrhundert. Der Jüngste im Team entstammt der Familie Klotz, die die Geigenbautradition 1683 in Mittenwald begründet hat. Das ist da noch alles original erhalten. Möchten wir auch weiterhin erhalten, also es wird nur so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich gemacht an dem Bass. Auch um die fragilen Seitenteile des Kontrabasses kümmert sich Ralf Kramer. Wie eh und je werden sie mit einem heißen Biegeeisen in Form gebracht. Das ist jetzt der sogenannte Zarge, das Instrument. Das ist also ein kleines Auenbrett mit unterschiedlicher Stärke und dann wird es nass gemacht und durch die Verdunstung von dem Wasser werden die Poren verhärtet und somit bleibt es dann eher stehen dann. Man muss es immer wieder neu nass machen und neu nass machen, dass es nicht bricht, damit die Flexibilität erhalten bleibt beim Holz. Wenn man es trocken biegen würde, würde es brechen. Weil er vom Vater nicht als Werkstatterbe vorgesehen war, erlernte der jüngere der Brüder zunächst den Beruf des Waldhornbauers. Aber das Vermächtnis der Vorfahren obsiegte und Ralf wurde schließlich doch Kontrabassbauer. Es war einfach dieses kaltes Material. Ob das jetzt die Biegerei war oder auch die Poliererei hauptsächlich. Und dann war das Holz halt ganz was anderes. Du kannst schon Stück für Stück bei dem Holz irgendwas verändern. Also einen groben Glotz, irgendwas so schönes, ästhetisch wie eine Schnecke oder ein Instrument am Schluss zu machen, ist einfach wärmer, schöner und so ein ganz anderes Gefühl.
Für den Zusammenbau der Saitenteile braucht es 4 perfekt aufeinander eingespielte Hände. Das war gar nicht einfach zum Birgen, oder? Schau, das Modus passt wirklich picobello da rein. Wir sind erst so extrem zusammengewachsen durch den Instrumentenbau, weil wir uns eigentlich gegenseitig brauchen und auch untereinander nur ersetzen können. Also wir sind, ich kann den Mike teilweise ersetzen, eher mich. Man kann so manche Sachen nicht unterscheiden, die wir ob sich gemacht hat oder der Mike. Und das ist unser Riesenvorteil, dass wir zu zweit eigentlich eins sind. Passt. Das ist schon manchmal hart. Also das ist anders, als wir, glaube ich, in einem Betrieb, wo man allein Chef ist und solo arbeitet und dann eigentlich nur Angestellte hat, ist es, glaube ich, leichter. Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Der Vater zieht sich immer ein bisschen mehr zurück. Wir sind immer ein bisschen weiter vorn und jeder ist zufrieden. Jeder sagt, ja, und die andere Seite ist, dass wir natürlich mir an jeden wirklich Millimeter am Instrument das Auge drauf haben. Wenn du halt nur noch Angestellte hast, bist du nicht mehr dabei. Wir bauen ja vom Holz weg bis zum Schluss, ist immer einer von uns immer mit dabei, stetisch. Ja. Also es gibt immer Endkontrolle und viele Sachen, die man selber macht. Wenn man am Instrument nichts mehr selber macht, hat man das Herz nicht mehr drin und dann funktioniert es auch nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir beide noch unsere Handschrift im Instrument drin haben. Ich bin jetzt hier den groben Ebenholzklotz am Hobeln, der später das Griff prädiert. Für den Hals, also für den Kontrabass-Hals, wenn das Griffbrett fertig gehobelt ist im Groben, wird das verleimt und dann später am Instrument fertig gemacht. Ebenholz hat sich sehr gut bewährt, weil es ein sehr engporiges und sehr, sehr hartes Holz ist. Sehr formstabil, wenn es gut gewachsen ist, und durch das bietet sich das sehr gut an als Tastatura im Italienischen, als Griffbrett. Es wird jetzt immer strenger, dass man das Holz überhaupt bekommt. Es darf jetzt teilweise nur noch in Afrika aufgeschnitten werden, wo das beste Ebenholz herkommt, aus Kamerun, an der Elfenbeinküste. Da haben wir die besten Qualitäten. Ich habe mich gut eingedeckt damit. Ich habe geschaut, dass ich aus alten Beständen, dass ich auch meine Bestände gut aufforsten kann, dass also relativ viel Holz da ist, was ich auch natürlich dann ablagern kann. Schwarzes Gold nennt Mike Kramer seinen kostbaren Werkstoff, der wie bei allen hochwertigen Streichinstrumenten üblich nun den Instrumentenhals zieren wird. Der Hals ist jetzt grob eingepasst, vom Korpusbau her schon. Ich habe jetzt auch das Griffbrett aufgeklemmt, den Hals soweit rausgeschnitten und passe jetzt den Hals zum Korpus passend ein. Abhängig vom Musiker, der den Kontrabass einmal spielt, wird der Instrumentenhals in einem jeweils anderen Winkel fixiert. Ich muss mal mit dem Musiker erstmal lang unterhalten, die beobachten beim Spielen. Schauen, wo sie Schwierigkeiten haben, welche Spieltechnik dass sie haben, ob sie sitzen, stehen, wie sie das Instrument halten, die Fußstellungen. Und das sind so meine ersten Eindrücke immer von einem Musiker oder von einem Bassisten. Die meisten sehen sich ja selber nicht am Instrument oder nicht so wie ich. Und dann versuche ich die natürlich auch dementsprechend zu beraten. Daher kommt natürlich auch die ausgeprägte Einzelanfertigung bei uns. Im Anspielraum warten, neben Stücken aus eigener Produktion, auch Instrumente in Kommission auf neue Besitzer. Heute ist ein aus den USA eingeflogener Gast auf der Suche nach dem passenden Instrument für eine Meisterklasse in Mittenwald. Jeff Bradetich, ein Musikprofessor. Mike Kramer hat 2 seiner Kontrabässe für seinen langjährigen Kunden vorbereitet. Einen davon darf er für den Workshop ausleihen. Very nice singing quality. Ein bisschen bigger, etwas größeres Instrument. It's fantastic design. It's beautiful. Ja, das ist sehr schöne Ausstattung. Thank you.
this really has everything. Strong. It can be soft or it can be powerful. Das ist eine sehr schöne Tonqualität über alle vier Seiten. Auch in der Tiefe sehr ausgewogen, in der Höhe dann auch nicht zu brillant. Sehr, sehr ausgeglichen. Gefällt mir sehr gut für dich. Mm-hmm. Für das, was du spielen willst hier. I like this one. That's very good, very, very good choice. Von klein auf hat Mike Kramer ein besonderes Faible für alte Dinge. Eine Sammelleidenschaft, die ihm Ausgleich und Entspannung ist. Gelegentlich hilft das alte Motorrad auch im Beruf. Den fahre ich jetzt zum Professor im Meisterkurs runter in die Kirche. Und er hat sich den ausgesucht und schauen wir, wie es funktioniert. In der Werkstatt macht sich Günter Kramer derweil an den nächsten Arbeitsschritt, die Grundierung. Manche werden dunkler gebeizt, manche heller. Und wie man das eigentlich macht, das ist ein bisschen unser Geheimnis. Wogegen die Arbeit jetzt mit dem Schellack, das ist eigentlich kein Geheimnis. Das macht ja wahrscheinlich jeder Geigenbauer, jeder Instrumentenbauer. Die Zusammenarbeit der Generationen funktioniert. Es gab aber auch andere Zeiten. Also meine Lehre bei meinem Vater war heftig. Mein Vater hat, durch das, dass wir ja in der Werkstatt groß geworden sind, hat er sehr hohe Erwartungen an uns, also an mich natürlich als ersten Lehrling gehabt. Damals hat er definitiv nicht die Ruhe gehabt, die er heute hat. Und hat gemeint, ja, alles, was er mir einmal zeigt, muss ich dann auch sofort können, muss man sofort umsetzen können. Und das war, sage ich mal, nicht unbedingt die leichteste Lehrzeit. War sein natürlich dann aber auch durch den Ärger, den er in sich trägt und auch den Ehrgeiz, der sich dadurch aufbaut, sehr nach vorne getrieben hat. An der abschließenden Farbgebung und Lackierung der Instrumente tüftelt der Kontrabassbauer mehrere Wochen lang. Das ist natürlich eine kleine Kunst für sich, um das gefällig zu machen. Ich würde sagen, in dem Fall haben wir drei volle Anstriche, dann nochmal drei, vier detaillierte Anstriche, dann wird alles schattiert und verwaschen, wieder verschliffen und dann werden wir nochmal zwei, drei Überzüge drauf tun. Und dann wieder verschleifen. Hart zum Lernen ist das Durchhalten, dass man stundenlang, tagelang an einem Werkstück bleibt, ohne aufzugeben. Man kann ab und zu mal ein bisschen die Arbeit umstellen, dass man sagt, ich mache halt jetzt was anderes zwischendurch. Aber es bleibt bei den 200 bis 400 Stunden, teilweise je nachdem, wie perfektioniert man das dann macht. Man muss es durchziehen. Deshalb ist es jedes Mal noch etwas Besonderes für Mike Kramer, wenn der Bruder einen Kontrabass für den letzten Schliff in die Werkstatt nach Mittenwald bringt. Mein Bruder ist vorrangig zuständig jetzt hier in dem Bereich für den Maschinenkopf, also für die Mechanik. Die muss sehr fein aufeinander abgestimmt sein, sehr gut angepasst sein. Und da er von seinem ersten Beruf als Waldhornbauer mit dem Material sehr vertraut ist, bin ich sehr froh, dass er das macht und auch dann fachgerecht ausführt. Ein weiterer Kontrabass aus der Werkstatt Pöllmann wird fertig. Bis zum letzten Arbeitsschritt sorgt der Meister für dessen optimale Behandlung. Ich erinnere mich an das erste Instrument, was ich gebaut habe. Es war natürlich ein sehr einfaches Schülerinstrument. Das ist dann abgeholt worden von einem Lehrer. Ich habe es noch poliert und hergerichtet und alles, meine ganze Liebe und Können, alles, was ich damals gehabt habe, reingesteckt. Und dann ist der gekommen und hat es abgeholt. Danke, kurz B, C, irgendwas gespielt. Hat, passt schon. Und hat es dann ohne Hülle hinten in sein Kombi so. Und da habe ich gedacht, ich höre wieder auf, das ist ein schlechter Beruf. Aber es hat sich sehr gebessert. Also die meisten sind sehr, sehr umgänglich und machen, passen wirklich sehr gut drauf auf.